Okay, Freunde, mein iPad hat abgedatet. Wir gehen rein in Clash of Clans ins neue Update. Ich habe heute schon witzige Stimmen gehört, muss ich sagen. Oh, da habe ich schon gerade ein bisschen was gesehen. Oh, das sieht gut aus. Oh, der Startbildschirm, der gefällt mir schon mal. Aber ich glaube, bis auf den Startbildschirm, hätte ich mal fast gesagt, war es das auch schon, was mir gefällt. Häuptling, da will jemand mit dir reden. Er scheint etwas ungehobelt zu sein. Okay, dann gehen wir mal weiter rein. Warum ist hier alles so winzig? Ist das ein Dorf für Ameisen? Oh, nicht schlecht. Oh, endlich, Beeilung. Es gibt viel zu tun und wir haben wenig Zeit. Los geht's. Okay. Aha, also der Pfeil deutet wieder darauf hin, dass man da wahrscheinlich draufklicken soll. Und ich mache das einfach mal. Ihr habt das ja alles schon gemacht, weiß ich. Ihr habt das ja alles schon gemacht. Das ist jetzt mein Erstkontakt, ja. Das ist mein Erstkontakt hier. Also klicken wir hier mal drauf. Na, das nenne ich mal einen großen Bauplatz. Sieh, dieser Berg ist deine Clanstadt. Okay. Alle Clans, die etwas auf sich halten, okay, bauen und kämpfen gemeinsam. Ein kleiner Tipp eines weisen alten Mannes. Fangen wir oben an. Achso. Ich muss da ja raufklicken. Der Stadtgipfel hat alles, was du brauchst. Eine Thermalquelle, gemütliche Blockhütten und das Stadtrathaus. Auch nicht schlecht. Je stärker du dein Stadtrathaus machst, desto mehr Bezirke schaltest du zum Bauen frei. Aha. Jeder Bezirk hat verschiedene Gebäude und Geländeformen. Sie alle sind sehr nützlich, um deine Stadt stärker zu machen. Obwohl ich in diesem hier immer noch am liebsten mag. Okay. Warum gehst du nicht und schaust, wie du behilflich sein kannst? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, wie kann man überhaupt helfen? Das ist jetzt eine gute Frage. Okay. Ich kann schon Ruinen bauen. Okay. Also nicht Ruinen aufbauen, sondern wieder aufbauen. Das klärt jetzt auch die Frage, die ich, glaube ich, so zu Anfang der Woche gestellt hatte. Was hat es mit diesen grünen Bepflanzungen oder Bewuchs auf sich? Also das sind die Ruinen, das wissen wir jetzt. Und wir können das Ganze wieder aufbauen. Anscheinend gibt es hier dringenden Reparaturbedarf. Okay. Baue diese Ruinen neu auf und du erhältst neue Gebäude für diesen Bezirk. Okay, dann machen wir das mal. Du kannst dir ansehen, was du erhältst und wie viel Stadtgold hier benötigt wird. Okay, mehr Gebäude bedeuten bessere Verteidigungsmöglichkeiten und stärkere Angriffe. Ach, nee. Eine Reihe lang vernachlässigter Gebäude, die nur darauf warten, dass du etwas Neues aus ihnen baust. Ab Stadt Rathaus Level 1 wieder aufbaubar. Wieder aufbauen, um diese zu erhalten. Also ein Kanönchen und eine Luftabwehr wird das, glaube ich, sein. Also beide Sachen beitragen. 100. Ich habe ja gar nichts, ne? Ich habe ja eigentlich gar nichts. Ach doch, scheinbar habe ich Währung. Obwohl da oben steht 0. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob da was anderes stand. Und wenn wir jetzt in Info reingehen und in Wieder aufbauen, beigetragen 0. Okay. Ich kann gar nichts beitragen, alles klar. Okay, ich kann nichts beitragen. Ja, und jetzt? Hallo? Ach doch, da oben. Da oben geht was los, sehe ich gerade. Wieder aufbauen. Oder zahlen da jetzt schon Leute drauf ein? Scheinbar zahlen da jetzt schon Leute drauf ein. Da muss ich wahrscheinlich den Account wechseln, weil hier ist irgendwie... hier geht eigentlich gar nichts. Nur vom Anführer können Bezirke bearbeiten. Ach so, okay, da muss ich auch mal auf einen anderen Account wahrscheinlich auch drauf. Auf so einen Anführer-Account. Ich will hier mal kleiner machen, aber es funktioniert gar nicht. Dann fliegen wir mal nach Hause. Ja, das war's, ne? Willkommen in der Clanstadt. Das war's. Bau zusammen, kämpf zusammen, okay. Okay. Der große Bauarbeiter hat seine Schmiede geschickt. Er sagt, die würde in der Stadt nützlich sein. Gucken wir mal, ob wir doch noch was haben, was hier nützlich ist im normalen Dorf. Jeden Tag produziert sie Stadtgold. Tippe hier, um es einzusammeln. Stadtgold. Kann ich das jetzt einsammeln?
Oh ja, ich habe ihn gefragt, wie sie funktioniert. Er meinte nur, wir würden es nicht verstehen. Okay, ich verstehe es im Moment auch wirklich nicht. Bauarbeiter können außerdem Ressourcen zu Stadtgold machen. Okay. Es dauert zwar ein wenig, aber hilft dir dabei, deine Stadt schneller aufzubauen. Jo. Ach so, in 23 Stunden, 59 Minuten kriegen wir wieder 550, die wir einfach so abholen können, sehe ich gerade. Und wir können in jedem Fall alles fertigen hier, weil wir Rathaus Level 14 sind. Das haben wir schon gelernt, aber ich springe mal auf einen Anführer-Account. Ich springe jetzt, also contentmäßig war es das, ne? Das war's. Jetzt, wir können mal hier reingucken. Ressourcenschub für ein Juwel, okay. Vierfach Sternbonus gibt es noch. Das ist jetzt Normaldorf. Und ich wechsle jetzt mal den Account auf Avatar, denn der ist immerhin Vize und könnte da vielleicht noch ein bisschen mehr einsehen. Und zwar, okay, das sind die neuen Ereignisse. Ach ja, auch, jetzt muss ich das überall nochmal machen. Okay, Cut. Schneide ich. Okay, ich habe hier mit dem Rathaus 13 übrigens nur 500 von dem Stadtmarken bekommen. Und ihr seht, da hinten muss man auch ein Rathaus auf 14 haben, der das Ganze freischaltet. Also, Fakt ist eigentlich schon, dass alle Clans jetzt auch 14er haben müssen. Das ist zum Beispiel im Clan Free-to-Play ein Problem. Da gibt es gar keinen 14er, da gibt es mal gerade so ein, zwei, 13er. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht alles upgraden hier in der Clan-Stadt, weil man die entsprechende Ratostufe gar nicht hat. Finde ich natürlich nicht so schön. Aber gut, da müssen sich die Clans dann selber einigen, ob sie sich dann 14er mal reinholen, der das kurzfristig mal freischaltet und der Rest kann da daran weiterbauen. Ich habe jetzt aber hier auch mit dem Avatar, warte mal, gehen wir mal, fliegen wir mal rüber. Auch mit dem Avatar habe ich jetzt das Ganze hier einmal durchgeklickt und wir können also noch nichts machen, weil wird ab Stadt, ach so, wir müssen, dass die Stadt den Stadtrathaus Level 2 freigeschaltet haben. Okay. Wie das Ganze jetzt vonstatten geht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier auch rein investiert. Und jetzt kann ich richtig was beitragen. Ja, okay. Ich würde sagen, das machen wir mal, denn wir haben ja keine anderen Aufrüstmöglichkeiten, würde ich sagen. Denn das können wir noch nicht verbessern. Denn wir müssen noch schalte einen beliebigen Bezirk noch drei Gebäude oder Fallen frei. Oder verbessere sie, um das Rathaus zu verbessern. Aha, wir müssen auf jeden Fall etwas verbessern, damit wir überhaupt in die weiteren Ausbaustufen kommen. Also, wir tragen mal 500 Stück dafür bei. Und jetzt sind meine 500 weg, aber hier sehe ich noch gar nichts. Jetzt sehe ich in Fortschritt 3650. Okay. Mal sehen. Wir fliegen nochmal nach Hause. Wir wechseln nochmal. Ah ne, wir wechseln nicht nochmal, sondern wir können hier mal reingehen, mal gucken, fertigen. Ah, okay. Oh, das kostet aber auch. Eieiei. Ach ne. Fertigung beginnen. Jetzt lass mal gerade gucken. 60.000 Bildergold. Oh, man kann sein Bildergold endlich loswerden. Das ist ja cool. Man kann sein Bildergold endlich mal wieder ein bisschen loswerden. Das ist ja sehr, sehr schick. Okay. Für 1600. Nee, für 2400 einmal 3 Tage für 1600 fertigen. Das machen wir mal. Und das können wir eigentlich mit allen Ressourcen hier machen, die wir haben. Allerdings hätte ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr machen können. Ich gucke mal gerade, wenn ich hier jetzt weiter fertige. Normales Gold, 6 Mille haben wir nicht. Okay. Elex, auch 6 haben wir auch nicht. Okay. Haben wir nicht. Kann ja gar nicht sein. Vor allen Dingen, weil ich vor allen Dingen meine Ressourcen auch noch für was ganz anderes brauche, tue ich mir jetzt nicht weh, aber wir fertigen hier das auch mal. Und zwar mit Elex, das können wir jetzt machen. Dauert immer 3 Tage. Okay, dauert 3 Tage. Kann man das verschnellbessern mit Gems, aber wahrscheinlich auch mit den Tränken, also mit den magischen Gegenständen, glaube ich. Mit Hilfe dieses können deine Bauarbeiter. Okay, das sind ja die normalen Bauarbeiter, also würden die das auch verschnellern. So, das ist ja jetzt meine Sicht hier. Das ist meine Sicht, die ich jetzt gerade habe vom Avatar. Um das Ganze zu verstehen, muss ich jetzt noch einmal auf den Thorsten zurück, um das Ganze zu verstehen. Was hat der denn jetzt? Oder laufen da jetzt die Dinger auch? Das muss ich jetzt erstmal gerade verstehen.
Und jeder ist also für sich selbst sein Glückes Schmied hier. Und ich hatte das eigentlich jetzt anders erwartet, weil ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass hier oben schon so ein bisschen was weiter gemacht wurde und ich kann hier jetzt auch investieren. Ich habe ja 550, da müssen jetzt eigentlich, okay, da stehen jetzt 4,2, wenn ich gleich mit meinen ganzen Accounts hier durch bin, dann ist das auf jeden Fall fertig. Alles klar. Soweit, so gut verstanden. Das sind hier nochmal, das ist nochmal die andere Währung und nicht verbunden, sondern wir fliegen nochmal rüber. Fliegen hier nach Hause und können uns ja jetzt selber spenden, habe ich mir sagen lassen. Und zwar, wenn man hier, glaube ich, raufklickt, jawohl, Clan-Vorteile, okay, nächster Level, das gibt es eh nicht mehr. Aber hier kann ich das Ganze kaufen und zwar mit den, die Verstärkung muss ich erstmal auswählen und dann kann ich kaufen mit den Marken. Dann wähle ich mal eben. So, aber ich habe noch gar keine, ne? Ich habe noch keine Markels, also die Schwertmarken da. Und die habe ich noch nicht. Die werde ich dann sicherlich irgendwo bekommen. Kann man die im Shop auch kaufen vielleicht. Wir gucken mal, ob man die im Shop kaufen kann. Mega-Update-Paket, Buch der Helden und so weiter. Wofür brauche ich jetzt noch diese Update-Pakete hier? Die kann ich auch wohl, die drei Runen, die kann man sicherlich gut gebrauchen jetzt, ja, weil man kann ja jetzt auch mit dem dunklen Zeug, also man wird auf jeden Fall ressourcenlos. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und dafür hat Supercell in jedem Fall gesorgt, dass man Ressourcen wegbekommt. Und, der Bauarbeitertrag, 99 Cent. Zwei Stück, das ist ultra günstig, Leute, das Paket hier. Okay, Heldenbuch, kann man wahrscheinlich dann auch wieder Helden in dem anderen Dorf machen, kann ich mir vorstellen. Und hier gibt es, die habe ich schon länger nicht gesehen. Beschenk deinen Clan und gönn ihn etwas. Ich würde fast sagen, bei den erhöhten Lebensmittelpreisen und Energiekosten kannst du knicken. Da gebe ich nicht noch Geld für meine Freunde auf, weil so ganz wegschmeißen tue ich es denn auch nicht. Obwohl ich es gerne machen würde, ich würde euch gerne ein bisschen was gönnen. Auch den Clanis hier. Aber kann ich nicht bringen. Kann ich echt nicht bringen, Leute. Und das war es eigentlich an Content, ne? Neues, es gibt hier, gibt's was Neues? Ne, also neu ist es noch nicht. Und wie soll man sagen? Ich meine, ich kann hier unten jetzt auch für mich so ein bisschen was fertigen. Und zwar mit dunklem Zeug, 72.000 nur, machen wir. Das kann man eigentlich immer machen, ne? Hier wird man das Dunkle mal los. Sehr cool. Oh, ich habe keinen Bauarbeiter, stimmt. Meine Bobbys sind ja noch beschäftigt hier. Ich habe gar keinen Bauarbeiter. Meine Bobbys sind ja beschäftigt, zwei in der Schmiede jetzt und Riesenbombe. Ah, okay, ich verstehe es so langsam. Und mit denen kann ich dann zumindest... bekomme ich dann zumindest die Währung hier, also die Crowns. Oder wie heißt die Währung? Ich weiß gar nicht, wie die Währung heißt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und kann jetzt aber mal richtig alles einsammeln hier. Und auch hier wieder, oh ja. Also man wird auf jeden Fall wieder ressourcenlos, was ja auch nicht schlecht ist. Und dementsprechend muss ich jetzt eigentlich Bauarbeiter frei haben. Aber ich habe von den Tränke, wir nehmen die jetzt mal. Bitte. So, dann bauen die alle mal ein bisschen fixer. Und das mache ich jetzt gleich in dem anderen Dorf auch. Und wenn ich jetzt gleich durch bin mit meinen Dörfern, dann habe ich das Update durchgespielt. Ah, so schnell geht das. Das ist cool, ne? Dann habe ich das Update durchgespielt. Und mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier irgendwo eine Veränderung sieht. Sind die anderen auch mit dabei? Clanstadt, ach so, okay. Hier kann man sehen, wie der Stadtbeitrag insgesamt ist. Also es haben schon welche ein bisschen was eingeholt, aber viele haben hier noch gar nichts getan. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Thorsten ist hier auf jeden Fall schon mal führend nach Ruf. Obwohl im Moment sind ja alle eins. Also ich hole sicherlich noch ein bisschen was ab, denn die Bauarbeiter sind ja jetzt hier ein bisschen schneller am Start. Hoffe ich mal an, hier sind die gar nicht. Ich dachte, die machen das jetzt schneller. Ich dachte, die hämmern jetzt so richtig Hammer. Aber es ist gar nicht mal so der Hammer. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Null-Content-Update haltet. Denn ich finde, im Moment bietet es einfach Null-Content als
als dass du dir das Ganze hier im Moment nur anschauen kannst. Kannst gucken, wer macht eigentlich was, wer arbeitet an etwas. Und ja, der Rest wird sich dann natürlich ergeben. Achso, das sind die 6,50. Also für meinen Einsatz bekomme ich hier dann auch Punkte, also Rufpunkte sind das. Und die Rufpunkte sehe ich hier im Moment noch nicht. Okay, die sehe ich hier im Moment noch nicht. Aber die werden sicherlich noch irgendwo kommen. Man kann das ja nur, also Clanstadt. Ah ja, das ist das, okay, das ist jetzt mein Clanhaus. Aber das Clanhaus soll ja bei allen, das wird ja jetzt hoffentlich bei allen ausgebaut, ne? Das wird jetzt hoffentlich bei allen ausgebaut und sichere dein Dorf größer und besser. Achso, das sind die normalen Errungenschaften, alles klar. Jo, okay, naja. Mir gefällt es bisher normal. Ich meine, es ist jetzt im Moment nichts außer nichts, was mich jetzt vom Hocker haut hier. Und ja, ich habe so ein bisschen, ich meine, ich witzel im Moment nicht mit mir selber, aber im Moment ist das für mich ein Null-Content-Update. Aber ich denke mal, der Content wird mit Ausbau der Bezirke sicherlich beginnen. Und vielleicht haut es mich dann nochmal vom Hocker, keine Ahnung. Aber erstmal bin ich so ein bisschen normal weg. Wir haben jetzt erstmal Liga-Woche. Da gab es ja jetzt auch schon wieder den ersten kleinen Mini-Streit, weil ich jetzt die Liga gestartet habe und viele sind noch nicht wieder rübergegangen, obwohl ich denen das angeboten habe, dass sie im Clan Deutschland spielen können oder hier bleiben können oder einfach woanders die Liga spielen. Da das hier keiner gemacht hat, habe ich irgendwann mal die Liga gestartet und jetzt sind hier ganz, ganz viele, die nicht mitspielen. Ihr seht das hier, das muss man, glaube ich, hier eben in der Season-Info sehen, im Clan. Ich habe halt einfach alle mitgenommen, die es jetzt nicht geschafft haben, hier rauszukommen. Ja, weiß nicht. Ich meine, seid froh, dass ihr in einem Clan seid. Ihr seht das hier, wir kämpfen mit Rathaus 12 unten. Die kann ich sogar durchtauschen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf die schöne Liga-Woche hier. Und ja, was hier jetzt noch so kommt, das müssen wir erstmal auf uns zukommen lassen. Zwei Bauarbeiter sind da beschäftigt, zwei kriege ich heute vielleicht noch frei. Ja, kriege ich auf jeden Fall noch frei. Und dann werde ich hier vier Bauarbeiter machen lassen. Gem brauche ich hier, glaube ich, nichts. Das lassen wir einfach erstmal laufen. Und dann sehen wir sicherlich einfach mal weiter. Ja, wenn euch das ganze kurze oder knappe Video gefallen hat, ich meine, den Livestream gehen konnte ich jetzt nicht. Dafür reicht meine Zeit leider nicht. Dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Also erster Kontakt hier. Null Content Update. Ich kann da nichts mehr zu sagen. Aber ihr vielleicht. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und euch noch einen coolen Wochenstart. Bis dahin, euer Toto. Clasht!